Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist so herrliches Wetter, es hat gerade noch geregnet, es war ein bisschen abgekühlt. Jetzt ist es direkt wieder trocken, Sonne ist da, aber nicht zu stark. Hannes ist auch da, moin, hat den Entzug erfolgreich überstanden. Ja. Die letzten Bier-Tastings haben ordentlich reingecrasht. Die letzten Bier-Tastings waren nämlich alle vor dem Geburtstagswochenende. Oh ja. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch keins davon hochgeladen. Aber am Geburtstagswochenende war ja auch der Zai da. Und der Zai hat mir Äppler mitgebracht, also so fränkischen Apfelwein. 5 verschiedene Dosen. Da wollen wir eigentlich mal ein Tasting dazu machen. Mal gucken, wie die schmecken. Weil ein Tasting aber langweilig wäre, wollen wir, bevor wir dieses Tasting machen, erstmal eine Äppler-Maß kreieren aus diesen Sorten mit Bier. Das ist die 3-Komponenten-Maß. Die besteht aus Äppler, Bier und noch mehr Äppler. Und das sind 3 Komponenten. Das heißt, da wird ja überall was übrig bleiben. Und nach der Äppler-Maß, die ihr hier in diesem Video seht, werdet ihr ein extra Video sehen, wie wir die einfach mal normal probieren, weil dann sind wir nämlich schon gut angeheitert. Das ist das Trinkers Idee. So, erstmal Grüße gehen raus an iScorpions. Oh ja. Oder was Net Ghost? iScorpions. Immer noch. Der Hannes, der verwechselt das immer, ne? Guckt dir das an. Immer. Der hat uns nämlich diese Bierkrüge hier gesponsert, wieder mal. 2 Maßkrüge, was braucht man für eine Maß? Ein Maßkrug und ein Maßband eigentlich, um zu gucken, ob die Maß auch voll genug ist. Dankeschön dafür für diese Biersteins. Dann schieben wir das mal kurz hier vor, weil es ist ja kein Tasting, die dürfen gar nicht präsent sein. Wichtig für die Grundlage einer Maß ist immer erstmal eine Flasche Bier. Da profitieren wir auch vom Geburtstag. Es sind nämlich noch ganz viele Biere vom Geburtstag da. Aus dem Einkasten ist auch Münchner Hell da. Das hatte sich der Hannes ja rausgesucht. Und deswegen werden wir als Grundlage jetzt dieses Münchner Hell in diesen Maßkrug schütten. Wie der einfach noch drauf sitzt und erst danach wegspringt. Willst du es selber machen? Ja, mach ich. Selber. Wie in der Werra am Geburtstag heben wir natürlich unsere Bierdeckel auf. Und früher konnte man die sich auf die Nase setzen. Nee, das waren von den Taschenrutscher immer Taschenrutscher, die Dinger. Das ist schade. Unsere Nasen sind zu klein. Sonst würde das funktionieren. Das ist mein erstes Bier seit dem Geburtstag. Das kann ich leider nicht behaupten. Weil wir haben ja auf die Videos vom Geburtstag reagiert von der Fahrer der Bo und Natururin am Montag. Und während ich normal am Montag 2 Bier trinke, habe ich beim Geburtstags-Reactions Bier-Stream Untasting, ein neues Wort, sage und schreibe 12 Bier getrunken. Also nachdem der Stream aus war und ich keine kleinen Bier mehr hatte, habe ich mir noch Münchner Hell reingezwiebelt. Das war die komplette Ausnahme. Mir ging es auch richtig schlecht am nächsten Tag. 12 Bier haben wir sonst nur bei der Meile. Jetzt habe ich die Meile am Montag gemacht in 4 Stunden. Also. Aber es waren ja nur 0,3. Die Grundlage ist auf jeden Fall im Glas. Das sieht sehr gut aus. Münchner Hell, schönes Bier. Jo. Schön goldiges Perl, schön Schaum ist da. Diesmal auch, guck mal, diesmal beides richtig schön. Letztens in den anderen Bier-Tastings bei Hannes immer tote Hose im Glas. Warum auch immer. Und das andere ist komplett explodiert. Jetzt kommt der komplizierte Teil. Wir haben das mal hier geordnet von den kleinsten Prozenten zu den größten. Wir haben einmal hier diese von Possmann Äpfelwein-Cola, Äppler-Cola. Das müssen wir aufmachen und hier reinfüllen. Wir müssen aber genau gucken. Wir haben ja 5 Dosen, dass alle 5 Dosen reinpassen. Bei beiden aber noch genügend übrig ist für dann ein Tasting später. Ich schenke es jetzt mal so ein. Und hier schenke ich es auch mal so ein. Und wir haben sogar unsere 3 Komponenten. Und ich glaube, Bier, Wein. Genau. Bier, Cola und Apfelwein. Und das ist die Äpplermaß. Genau. Falsch war es natürlich, von oben einzuschenken. Jetzt tut es nämlich wieder hier braun, saubeidel. Und deswegen gehen wir zum nächsten. Das ist auch Possmann. Äppler gespritzt. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Es ist ja kein Tasting. Beim Tasting müssen wir mal genau lesen, was da drauf steht. Bei der Äpplermaß schmeißt man einfach alles rein. Wie mit Wasser irgendwie oder mit irgendwas anderes, mit Limo oder sowas verdünnen, dazu kauen.
Meine Mama hat immer gesagt, beiß nicht in den Apfel rein, das ist doch gespritzt, das musst du erst waschen. Da sind doch Pestizide drin, damit es besser angebaut werden kann und so. Nicht einfach das Obst und das Gemüse so essen, erst waschen, weil das ist gespritzt. Das ist auch gespritzt und ihr sauft es und deswegen geht es euch dann immer so schlecht. So, machen wir mal den zweiten. Auch einfach hier ein Schluck, ein Hieb, Äppler. Gespritzt. Ich hoffe, da freut sich The Crazy O. Sauer. Wenn wir, ja, Äpfelwein sauer gespritzt. Also der war eigentlich süß, aber die haben da saure Sahne reingespritzt. Jetzt ist er süß. Ach, süß. Der ist sauer, damals süß auch noch. Äppler süß in der gelben Edition. Steht doch da, Äpfelwein süß gespritzt. Jo. Warum schreiben sie dann nicht einfach Äppler sauer drauf und hier Äppler süß? Äppelwein sauer gespritzt. Die sind ja beide gespritzt. Ja. Nur der eine ist sauer, der andere ist süß. Den haben sie sauer gespritzt, den süß gespritzt. Da steht süß, bei dem anderen steht nur gespritzt. Der ist auch gespritzt, aber halt süß. So, nächstes rein. Das ist schön gelb. Aber das dürfen wir ja gar nicht sagen. Das seht ihr ja später, wie die Farbe aussieht. Ich hoffe, der Crazy O freut sich, dass aus seinen Dosen, die er hinterlassen hat, zwei exklusive Videos entstehen. Dass ich mir die nicht einfach so reingepumpt habe privat, sondern wir wirklich da zwei Videos draus machen. Jetzt haben wir eine blaue Dose. Äppler pur von Pursmann. Das ist der polnische Bruder von Rossmann, glaube ich. Und mit 6%. Achso, ja, das hat die meisten Prozent. Aber das wisst ihr ja nicht. Das sagen wir euch ja erst dann im Äppler Tasting. Das ist das Video, ja, was wir direkt im Anschluss drehen, wenn wir die Maß ausgetrunken haben. Und jetzt ist eigentlich die Maß schon voll bis zum Strich, aber ihr kennt uns ja, wir haben ja immer, wenn es bis zum Strich war, noch immer einen Taschenrutscher rein oder irgendwas. Unser Taschenrutscher ist jetzt das hier, das sieht nämlich anders aus, hat ein ganz anderes Design. Hier steht Äpfelwein gespritzt, Eintracht Adler, Frankfurt. Schoppe, Eintracht, Frankfurt, Frankfurt, Eintracht, was hinten drauf steht, das erfahrt ihr dann. Das ist das Letzte. Da meine ich nicht nur, weil es die letzte Dose ist. Es ist wieder ein herrlicher, köstlicher Hannes. Ne? Immer wenn der Hannes da ist, hat man ganz andere Laune. Ich würde mich nie alleine hier hinsetzen und würde laut in eine Kamera reinreden. Das ist viel zu peinlich. Wenn der Hannes da ist, sage ich immer, er war's. Ne? Genau. Die Leute glauben das auch. So, hier ist sogar eine Vier-Komponenten-Maß. Hier ist nämlich so ein kleiner schwarzer Punkt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist so eine Laus. Von meinem Kopf reingefallen, direkt in den Äppler-Maß, in die Äppler-Maß, das finde ich gut. Ich habe keinen Fleischzusatz drin, oder? Nein, schade. Tja, musst du selbst für sorgen. Hier kommt was Großes, Fleischiges angeflogen. So, wir probieren die Äppler-Maß. Hannes, jo, schön, dass du da Prost, bist. Prost, auf jeden Fall, ich freue mich auch wieder. Das ist der erste Tag, ja, cool. Müssen da gerade noch streamen, haben aber zwei Tastings gerade zu tun. Das wird, das wird. Trockener Wein, sehr trocken. Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Trockener Wein, hat er gesagt. Ja, sehr trocken, der Wein. Wie trocken? Gibt es auch feuchten Wein? Es gibt lieblichen, es gibt süßen Wein und es gibt einen trockenen Wein und der ist trocken. Das ist jetzt nur so wegen dem Bier. Weil wie der Äppler schmeckt, ohne dass da Bier drin ist, das erfahrt ihr ja im Äppler-Tasting. Also ich bin gerade positiv überrascht, weil ich finde, man kann das gut trinken. Ich dachte, das vermischt sich jetzt und wird dann total sauer oder extrem süß. Ich finde aber, dass, weiß ich nicht, ich finde, der Wein geht ein bisschen unter. Das Bier schmeckt nicht mehr so krass nach Bier, aber das Saure vom Wein wird abgedämpft, das Süße vom Wein verflüchtigt sich ein bisschen. Es wirkt schon wie ein wässriger Wein. Als wenn du nur Wasser drin hättest im Prinzip. Mit einer leichten Biernote am Ende. Ja. Also es ist eigentlich angenehm zu trinken. Es ist wie ein Russe hier, so ein saures Radler. Das machen die doch auch. Bier mit Wasser gemischt und stellen dir es hin als saures Radler. Ja, gespritzt wird halt alles mit Wasser gemacht. Ja. Also das kann man mal trinken, wenn man was haben will, was man gut wegziehen kann. Da fand ich die Schokomaß im ersten Moment lecker und nach jedem weiteren Schluck war mir so widerwärtig. Und die Bambucha, da kann ich mich schon auch gar nicht mehr dran erinnern, da haben wir auch ewig daran gesessen dann. Das, glaube ich, kann man viel besser trinken. Ja, das geht eher runter als... Ja.
Ja, du merkst halt auch nicht viel, ne? Das ist also eine leichte Kost für zwischendurch. Die meisten Dosen haben ja auch ungefähr den gleichen Prozentgehalt wie das Bier. Ja gut, den Apfelwein schmeckst du schon raus. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger, da gleicht sich das aus. Ist also wie ein normales Biergetränk, könnte man sagen. Schmeckt aber ein bisschen wässrig, schmeckt leicht. Also, ja, kann man trinken, muss man nicht. Ist ein Experiment, das war die... Das war die Äppler Maas. Danke an Zai für das Bereitstellen der Dosen und für Scorp Jens und für Hannes. Alle eure Einsätze werden gelobt. Grüße gehen raus. Ich merke schon, am zweiten Schluck ist mir aber auch schlecht. Ne? Wir müssen das aber trotzdem austrinken, damit wir gute Laune haben. Wenn wir dann die edle Äppler-Verkostung machen, denn dafür haben wir uns extra schöne Schoppegläser geholt hier. Ne? Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Aber das kommt dann nicht im Bierkrug, das kommt dann so. Hör mal, Prost, Hannes. Jo, Prost. Lass es gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh nein. Hannes ist wieder abgezischt. Hat wieder abgehoben. Ja, es geht.